Jetzt glaube ich. Ja, ich glaube, es tut sich was. Ich glaube, es tut sich was. Tut sich was? Ah, die Technik. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Ja, also, nochmal von vorn. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren, wunderschönen Twitch-Abend mit meinen standardmäßigen Technikproblemen. Selbstverständlich mit euch und mit meiner Wenigkeit. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich habe ein Deo benutzt und somit ist heute nichts mit Stinken und wir dürfen uns loben, so viel wir wollen. Ich wollte auf der Karte nur nachschauen, wo eventuell noch zwei dieser schönen Stallbadsschätze versteckt sein tun. Gekennzeichnet mit namenlose Gräber. Zwei Stück soll es wie gesagt noch geben. Ich glaube, wenn man auf die Karte schaut, sind sie eher mehr auf der rechten Seite der Insel. Zwei Stück, ich bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher. Wir müssen eh sowieso darüber, weil wir müssen erstens einen Druiden finden und zweitens die Gegend haben wir sowieso noch nicht angeschaut, also würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich weiß nur, dass ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich eine Einzeichnung auf einer Karte bekommen. Die ist irgendwie futsch, also die habe ich diesmal nicht. Das heißt, ich muss mehr raten als sonst was. Ich habe jetzt auch im Internet leider Gottes nur Guides gefunden, die mir erklärt und gezeigt haben, was man macht, wenn man das Ganze schon geschafft hat. Halb so wild. Wir sind Profispieler, alle zusammen, wir kriegen das schon hin. Ja. Passt, die haben wir geöffnet, das passt. Ja. Ich bin ja auch wieder mit Schwert und Schild ausgerüstet, weil wir jetzt gegen zahlreiche fiese Wölfleins kämpfen dürfen, Schrägstrich müssen, um weiterzukommen. Soll uns nicht weiter stören, gibt ja wieder haufenweise Erfahrungspunkte und somit machen wir das ja gern. Na, du Zipfelklatscher davon. Boah, ich hasse den Kerl. Ich mag den nicht. Seitdem er die arme, wie hieß sie, Sarah oder so, geschlagen hat. Hi, Eriksen. Ich war auf der kleinen Insel. Ich bin mutiger als du. Ich war auf der kleinen Insel. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Okay, dann ist mein Job hier erledigt. Welcher Job? Du hast doch gar nichts gemacht. Du lebst doch noch, oder? Also, ist mein Job erledigt. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Du Arsch. Du blöder Krüppel. Entschuldigung, aber der ist wirklich einer. Ein menschlicher Krüppel. Gibt's nicht viele auf der Welt, aber der ist einer. Definitiv. Gut. Ich hätte so gern einen Eintopf. Weißt du, nebenbei. Ich hätte gerne einen Eintopf. Aber vielleicht finden wir irgendwann mal einen Kessel an, dann können wir uns ja einen kochen. Auf jeden Fall, ich sehe gerade, das gefällt mir nicht, ich habe nichts Essbares ausgerüstet. Ich glaube, ich werde mich mal in die Stadt porten. Wobei, hat es hier einen Kessel? Hier hat es, glaube ich, einen Kessel gegeben, ne? Gibt es drüben auch einen auf der anderen Seite? Warte, ich port mich mal schnell in die Stadt rein. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Ich port mich schnell in die Stadt rein. Hafenstadt, ja. Um schnell ein bisschen Eintopf zu kochen. Wir haben ja im letzten Part reichlich Kartoffeln gekauft. Das müsste für den einen oder anderen Eintopf reichen. Wir brauchen dringend welchen. Also ich, ihr wisst ja über meine, über meine persönlichen Fähigkeiten Bescheid. Was Sterben und so betrifft, bin ich 1A. Da macht mir so schnell keiner was nach. Oder vor, oder wie auch immer. Ja. So, ich glaube, hatte nicht dort oben der Bauer einen Kessel? Ich hoffe, dass der einen Kessel hat. Den ich auch benutzen darf. Hui, hopp, hopp. Kessel? Bitte sei hier ein Kessel. Kein Kessel? Hatte der nicht einen Kessel? Der drübene lässt mich nämlich auch nicht, der obere.
Scheibenkleister, das ist hier kein Kessel, nicht. Das ist jetzt Banane. Das ist jetzt echt Banane. Das ist richtig Banane. Da, so ein Kessel, den hätte ich gern benutzt. Ich würde da gern kochen. Schade, dass du dich für den Weg des Jägers entschlossen hast. Was soll das heißen? Wünsche dir trotzdem Glück und die Kraft für deine schwierigen Aufgaben auf dieser Insel. Ja, danke. Ich will kochen. Mist, er lässt mich echt nicht dran. Geh weg da mal. Pech gehabt, ne? Oben Inquisitor, gab es da irgendwo einen Kessel? Ich weiß es gar nicht mehr. Komme ich jetzt überhaupt hier wieder raus? Haha, oder muss ich jetzt den ganzen Weg rundherum laufen? Weil dann tue ich vorher laden, dann ist mir das nämlich wurscht. Ist mir egal und auch wurscht, wenn das nicht hinhaut, lade ich halt. Na, die hatten alle nichts. Schade, wirklich schade. Wahrscheinlich lässt mich der Kerl eh nicht raus, ne, wie ich dich kenne. Komm, lass mich durch. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Ah. Sicher. Passt. Okay. Sehr gut. Zwar wahrscheinlich da vorne draußen irgendwo ein Kessel und ich bin einfach vorbeigelaufen. Haha. Nein, da ist wirklich nichts. Okay. Passt. Haben wir nur ein paar Minuten jetzt verloren. Das heißt, ich muss mich mit Tränke durchschlagen. Da haben wir auch nicht mehr viel. Alter, was ist mit mir los? Da war ich ganz schön verschwenderisch, mein lieber Scholli. Naja, da werden wir eben den hier benutzen. Oder ich stelle den mal kurz hier hin und den tun wir dahin. So, machen wir mal so. Wir werden schon durchkommen, wird schon werden. Ich meine natürlich, ja, selbstverständlich. So. Na fein, ein bisschen angeschlagen sind wir ja. Unser Glück ist nur, dass dort oben ein Hütchen ist, eine alte Jägerhütte, die wir nach Belieben benutzen können. Und das werden wir leider auch des Öfteren. Da eben dort oben wirklich einige Wolfsrudel sind, die ganz und gar nicht lieb sind. Aber die kriegen wir schon klein, keine Sorge. Das schaffen wir locker. So, ein Heilkraut, das nehmen wir gerne mit. Dann gehen wir mal hier lang. Ich zück schon mal unsere Waffe, unser Schild. War nicht hier irgendwo? Ah, da ist er schon. Komm da her. Jo, komm nur. Irgendwo aus dem Gebüsch. Nicht kommen. Hallo? Viech? Jetzt geht, au! Jetzt habe ich mich von einer Gelse ablenken lassen, verstehst? Die setzt sich gerade auf meine Hand. Ah, hör auf. Die will mich gerade auffressen. Ja, du auch, habe ich schon gemerkt. Aber das, ja sicher. Jetzt spielst eine Woche nicht und treffst schon wieder nichts. Dreimal, ja. Jawohl, ich habe auch dreimal getroffen. Komm nur, du bist Viech. Großer, böser Wolf. Du glaubst wohl, du kannst mir Angst machen, ne? Zack, zack, zack. Nichts erwischt. Sehr schön. Ha, die Gelse sticht mich gerade. Au, au. Ja, und der Wolf frisst mich auf, ne? Die haben sich gegen mich verschworen. Alle beide. So. So, da, so. Na komm. So. Oh, ja, sicher. War Glück gehabt. Ja. Ja, sag einmal. Ja. Geh ein jetzt einmal, das kann nicht sein. Na? Huch. Ja. Ja, der war schön. Du Gelse, schleich dich da. Such dir ein anderes Opfer. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gönnen uns einen Trank. Was? Genau, Gnome sind ja auch hier. Und speichern. Unbedingt speichern. Nicht vergessen, speichern. Ja. So, ihr Gnümchens. Hallo, du Häuptling, der Indianer. Jetzt haut er mich da. Obwohl, au. Und
Die schmeißen schon wieder mit allerhand. Ja, sicher. Au. Hast du den gerade gesehen? Du kleiner Giftzwerg. Alter. Au. Sag einmal. Ja, sicher. Du depperter Steinschmeißer, echt. Aha. Na komm. Ja. Der Häuptling ist schon mal hin, das ist sehr gut. Jetzt ist nur mehr der kleine Gnom dran. So, der ist auch schon mal erledigt. Komm nur her, du Mistkerl. So, na na. Alter, boah, Glück gehabt mit dem Blocken, meine ich. Schön. Ich meine natürlich, das war alles geplant. Das war alles geplant. Was? Ihr habt keinen Werkzeugbeutel? Was ist mit euch los? Ich glaube, wir werden ein bisschen Fleisch braten. Aber nicht alles. Ich möchte gern, was nehmen? 15 Stück? Gibt halt nicht viel her. Schlafen gehen wäre da schon bald sinnvoller. Lecker, ja. Falsch. So. Käse. Ein Eintopf hätten wir ja. So. Tun wir mal ein bisschen essen. Merkt man gar nicht, dass was steigt, oder? Oh doch, ganz, ganz kleines bisschen. Schon gar kein Vergleich mehr zu unseren Anfängen hier. Boah, ey. Der wird durch uns sicher pro Woche nimmt er sicher 5 Kilo zu, nur durchs Fleisch essen. Mit Sicherheit. So, dann gehen wir mal dort vorne dieses Ungeziefer an. Wieder mit Speichern. Weil schusselig wie ich bin, verrecke ich dann wieder. Hallo. 4 Stück gleich. Na fein. Na servus. Ja. Kreh, 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 kreh. Zack, zack. Alter, sticht mich von der Seite, ne? Mistviech. Ich hätte den Gelsenstecker mitnehmen sollen. Das wäre womöglich einfacher gewesen. Haha, nix erwischt. Oh, aber jetzt gleich. Puh, das war nur Glück. Ja. Zack. Na, komm nur. Au, 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 au. Ist schon gut. Jawohl, der ist... Na, schade, ich dachte, wir das abnippeln. Nix dergleichen. Ja, zack, zack. Aber jetzt... Au. Spinnst du, du Viech? Wie kann man nur so aggressiv sein? Naja, stich nur. Aus ist mit dir. Sehr schön. Looten, looten, looten. Bin schon wieder halb tot, ne? Wunderprächtig. Wunderprächtig. So, wo ist das nächste Opfer? Ich glaube, da unten musste ich lang. Ich habe jetzt... Wir könnten aber auch... einen Besuch bei diesen Skeletttypen machen. Ich habe die Quest zwar etwas später gemacht, als ich noch eine bessere Rüstung hatte. Können wir aber eigentlich auch probieren. Zuerst mal hier rüber latschen. Ah, warte, was haben wir denn da? Ein Kraut. Noch ein Kraut? Da drüben, ja. In der Tat. Oh, oh, was ist denn das? Oh. Das Viech, da müssen wir auf jeden Fall noch meiden. Eine Leiche. Bisschen Gold hat sie dabei, also Goldmünzen. Eine Schöpfkelle, Heugabel und ein Besen. Bitte greif mich nicht an, Viech. Aber hoffentlich geht sich das aus. Aha. Mal von vorn. Und nochmal. Das krummelt so komisch. Geschafft. Alter Loot und nichts wie die Beine in die Hand. Ein Ring hätten wir da, ein paar Pfeile und ein kleiner Heiltrank. Ich glaube, den werde ich gleich brauchen. Wenn mich das Viech erwischt, bin ich sowieso tot. Puh, Glück, es geht mich nicht an. Eine Riesenschildkröte, ne? Schaufel, Spitzhacke und Goldmünzen. Wir haben Glück, wir haben Glück. Ja, diese Viecher überrennen uns noch. Das kann leider schon mal passieren. Sind da drin jetzt Ghule daheim? Ich weiß es nicht einmal mehr.
Ah, schau, was ich übersehen habe, fast. Eine Heilwurzel. Eine Wurzelheil. Eine Wurzelheil und eine Beere ist auch fein. La 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 la. So. Dann würde ich sagen, wieder speichern. Na warte, nehmen wir da unten ein, den da. Was wollte ich sagen? Die erste Pause und die einzige heute auch werden wir um 20.30 Uhr machen. Und Twitch-Schluss ist heute. Was? Ist heute schon um 22.15 Uhr. Da ich morgen wieder früh raus muss. Oh, yay! Gnümchens! Ich hätte eine Fackel nutzen sollen, dass man die auch besser sieht. Komm nur. Ja, ja. Und wie es so üblich ist, schmeißen wieder alle nach mir mit ihren Sachen. Au! Na komm, wir sterben. So, au! Hast du das gesehen? Du mieser kleiner Giftzwerg. Au! So, weg mit dir. Der Häuptling schon wieder. Zack. Zack, zack, zack. Aua, aua, aua. Ja, sag einmal. Zack, zack, zack. Zack, der Kleine hat's überstanden. Ja, ja, jetzt bist du noch du dran, du Riesengroßer. Schön, das lief gut. Ich meine, natürlich war das wieder geplant. Natürlich. So, wo sind sie denn? Yeah, endlich mal ein Werkzeugbeutel. Super. Wie viele fehlen denn noch? Noch 5? Schande. Gibt es hier zufällig ein Bett, wo man schlafen kann? Nein, aber ein Kessel. Ein Kessel. Und die werden auch gleich... Aha. Warte mal. Novizeneintopf. Fleischeintopf. Ah, die Zwiebeln fehlen. Ich habe keine Zwiebeln gekauft. Aber 25, der wird halt 50 heilen. Mist, ich werde da mal einen kochen. Keine Zwiebeln, ich habe die Zwiebeln vergessen kaufen. Wie dumm von mir. Pech gehabt. Was haben wir denn da drin? Ja, ja, nein. So, 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 so. Jawohl. Eine Perle, ein Brot und Goldmünzen. Warum keine Zwiebeln? Voll die Zwiebeln vergessen kaufen. Ich dachte, ich habe so viel. Nein, das ist nicht viel. So, mal Licht machen wir auch nicht schlecht. Das ist nicht viel. Da ist gar nichts. Nein. Da ist wirklich nichts. Ich werde trotzdem einen Eintopf essen. Ich würde sagen, ich esse den da mal. So. So, lala. Okay, das war nicht viel. Dann werden wir den noch dazu essen. Heilt jetzt auch nicht gerade die Bombe, aber wie gesagt, besser als nichts. Dann essen wir noch ein bisschen Fleisch dazu und dann passt das schon. Passt das schon. So. Ich denke mal, das reicht. Ostküste, aha. Hallo? Was ist denn das für ein Bild? Der sicher genmanipuliert. Hallo? Oh, Skelette. Schnell mal verstecken. Speichern. Wir können das schaffen. Wir können es schaffen, dass wir die besiegen. Ich glaube an uns. Ich glaube an uns. Hallo. Da kommt er. Da kommt er. Zack. Zack. Nichts erwischt. Jawohl, jetzt haben wir ihn erwischt. Komm da her, du Mistkerl. Ui. Hat er uns jetzt erwischt, ne, die Sau. Du Knochen, Maxi. Ja, der war schön. Zack. Komm nur, Feigling. Au. Ja. Schön. Trotzdem hat er uns erwischt. Irgendwas krummelt da schon wieder ganz schier. Da drüben ist noch so ein Skeletti.
Es tut kummern. Es tut schon kummern. Na das? Wo bleibst du denn hängen? Aha, ein Stab. Der kann kämpfen. Nicht gut. Der kann kämpfen. Aber wir auch. Mhm. Nicht schlecht geblockt, mein Freund. Das war wieder voll daneben. Ja, da hat es ihn voll in die Ecke gehauen. Die Fackel nehmen wir mit. Dornenkeule. Ja. Ich würde sagen, da gönne ich mir glatt einen Trankilein, auch wenn es jetzt ein bisschen übertrieben war vielleicht. Ich bilde mir ein, es war hier noch eins. Ein drittes Skelett. Ach so, beim Eingang hier, ne? Da müssen wir später auch noch rein. Wir können aber trotzdem das Skelett schon mal klatschen versuchen. Auf jeden Fall dummer speichern. Das war gar nicht mal so schlecht. Komm her, du Zipfelklatscher. Hallo? Du Desche kommen. Schön blocken. Jawohl! Boah, das haben wir schön jetzt gemacht. Schön. Au. So. Ja. Quatsch. War schon hin? Oh. Das war jetzt doch unerwartet. Habe ich das richtig gesehen? Hat er gerade drei kleine Heiltränke gehabt? Falsch. So. Ja, wir haben schon wieder 7 Stück. Das tausche ich gleich um. Flatter Freude. Juhu. Und wir essen auch gleich wieder was. Und wir werden das, glaube ich, auch wieder speichern tun. Ich weiß, ich bin zu vorsichtig schon wieder mit den Speichern. Sowieso wieder sehr großzügig. Also immer wieder her damit. Bin mir gerade nicht sicher, ob man da schon runter... Ich glaube, das sollte man noch nicht runter. Na, ich lasse das lieber. Ich schaue, dass wir zur Ostküste durchkommen. Das ist schon momentan das höchste der Gefühle. So. Da gibt es sicher noch genug Gedier. Hallo? Oh, Ghoul. Oh, oh, oh. Er zieht die Waffe nicht. Ich bleib irgendwie hängen. Ah, deshalb bin ich hängen geblieben. Okay. Hallo, ihr Lieben. Mal so nebenbei, ne? Ich muss wieder laden. Ja, keine Sorge, ich habe gespeichert. Mhm. Ich war nur neugierig, ob ich hier durch kann. Na, nicht so wirklich. Wenn es da oben nicht geht, probiere ich es hier dann doch, ob es hier weiterging. Irgendwo konnte man zur Ostküste, das weiß ich noch. Hallo? Das ist ein Skelett. Die sind machbar. Oh, das ist ein großer. Also ein fetter Skeletttypi, aber wow. Aber ist machbar. Solange es nur einer ist, geht's. Blöd wird's, wenn es dann zu 5 sind. Ja, sehr gut. So, Waffe. Haben wir schon? Nein, da. Die gute Fackel, die nehmen wir mit. Hallo. Okay, da ist niemand. Da ist irgendwer. Ich sagte doch, zu 5 wird ein Problem, ne? Und was ist, sind schon zu dritt. Ja, ja, ist schon gut. Aber, au. Der hat mich gerade gehauen. Ich zeig dich an. Fiesling. Aber sind irgendwie träge. Vielleicht haben wir echt eine Chance. Komm nur her, du Mistfink. Ja, trau dich, trau dich. Komm. Ja. Jawohl. Den hinteren, au, au. Den hinteren hat's umgehauen. Ja, geht ja. Was mache ich mir da eigentlich ins Hemd? Läuft ja eh gut. Da. Ja, sehr gut. Lief besser, als ich gedacht habe. Das müssen dann wieder andere gewesen sein, als bei... Oh, der hatte viel. Ich hätte es lesen sollen. Entschuldigung. Der hatte, glaube ich, sogar einen Zauberspruch oder so.
Das lief auf jeden Fall besser als letzte Woche, wo mich das eine Skelett schon ziemlich schlimm verhauen hat. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Fackel. Das lief sehr gut. Aha. Gut. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie zu dieser Ostküste geht. Na, ich glaube, das ist für später. Hier. Wahrscheinlich. Na gut. Dann müssen wir eben den anderen Weg nehmen. Aber wir haben recht viele Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ja schon mal gut. Und der zweite Vorteil ist, wenn wir dann wirklich später hierher müssen, haben wir nicht so viele Gegner, die wir wegklatschen müssen. Ja. Mhm. Na du? Ich bleib schon wieder stecken. Lauf, lauf, lauf. Lief besser als erwartet. Wirklich wahr. Und bei der nächstbesten Gelegenheit muss ich mir merken, unbedingt Zwiebel kaufen. Zwiebel. Für die köstlichen Eintöpfe. So. Wird schon wieder Nacht? Oder ist ein neuer Morgen? Keine Ahnung. Die Ausdauer hätte ich gern. Also das beneide ich wirklich an Spielen, dass du nie schlafen gehen musst. Also vor Müdigkeit halt, ne? Hier ist es ja nur, dass man wieder gesund wird, aber in der Regel müsste unser Held hier gar nicht schlafen. Das wäre echt cool, wenn es nicht schlafen bräuchtest. Denk mal, du hättest nochmal so um die, sag mal, 6 bis 8 Stunden mehr Freizeit. Du darfst es halt keinem sagen, ne? Wenn du die Fähigkeit hast. Ja, das musst du geheim halten. Sonst wirst du gleich eingeteilt. Von anderen Leuten. So. Ja, ja, wolltest du mich gerade stechen? Du Ungeziefer. Ich glaube, ich spinne, der wollte mich gerade... Au! Sag einmal. Au. Ja, ja. Dafür, also... Ist ja unglaublich. Schau. Ja. Ja, der erste hat schon mal draufgezahlt. Bitte sehr. Der nächste. Gerne. Hörst du auf? Du kommst eh noch dran. Du unverschämte Motte, du. So, ja. Na, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja. So, das hast du davon. Ja. Was? Ich habe das Viech nur gestreichelt. Und dabei hat es sich einfach so entspannt, dass es sich hingelegt hat. Ja, das machen wir alle so. Ich gönne mir mal einen Trank. Und mal ein bisschen was zu essen wäre auch nicht schlecht. Oder noch einen Trank? Na, so passt schon. Noch einen Trank. Haben wir genug. Haben wir genug. Das lag jetzt nicht daran, dass ich mich verdrückt habe. Nein, das war so geplant. Irgendwann glaubt mir das keiner mehr. Das haben wir doch nie. Ich habe es befürchtet. Fast eine Mana-Pflanze übersehen. So. Ja, da vorne gibt es wieder Frischfleisch. Wieder ein Keiler, nur für uns. Ja, Schweindel, komm nur. Alter! Der tut gerade so, als wenn er nicht abnippeln möchte. Verstehe ich nicht. Es dient ja alles zu einem höheren Zweck. So. Nehmen wir das wieder mit. Jetzt bin ich ehrlich gesagt schon recht beflügelt, zu versuchen, einen dieser Ringe zu holen. Ihr wisst vielleicht noch, vorige Woche haben wir mit einem Typen dort oben in der bei der Jägerhütte gesprochen. Und der wird ja von so Stimmen geplagt. Ne? Und da haben wir ja herausgefunden, dass dieser Trottel einen Ring aufgehoben hat, der eigentlich einem dieser Skeletttypen da drüben gehören täte tut. Und die suchen ihm jetzt heim, weil sie glauben, er hat das gestohlen. Den Ring halt. Gnome. Gnome? Ja. Ganz genau. So. Ja, komm nur. Komm nur her. Ja, da freut er sich, dass er uns sieht. Schau mal, wie die sich freuen. Sind das 2 Häuptlinge? Nein. Nein, ist nur ein normaler Gnome. Ja. Da hinten ist, glaube ich, einer, der wieder schmeißen tut mit Steine und oder so. Mit Au! Ja. Tut man das? Nein! Ja, sag einmal, du brauchst da nicht ausweichen. Ja. So.
macht man nicht. Hallo, hörst du auf? Ja. Ja, da legt er sich mal hin. Na, Herr Häuptling. Schau, wie der widerspenstig ist. Als wenn er sich da nicht umhauen lassen möchte. Verstehe nicht sowas. Geht ja. So, ja. Bitte habt so ein Werkzeugbeutel. Bitte. Ja, Jackpot. Sind nur noch 4 Stück. So, 4. Da ist ein schwarzer Wolf. Ich hab grad nur Glück gehabt. Schleicht der so herum? Komm her, du Würstel. Alter, wenn der mich von hinten angefallen wäre. Ja? Na süß, kommst du nicht rauf da? Dann komm ich runter zu dir. Schau, wenn ich angreifen will, dann greift er mich an. Du Viech, du. Schäm dich. Was? Was? 2. Aha, 2. Ja, natürlich. Ist klar. Ist logisch. Wäre ja sonst zu einfach gewesen, ne? Würdest du bitte abnippeln? Boah. Alter, du Mistviech. Alter Schwede. Einmal? Ja? Komm nur her. Boah. Ja, ja. Natürlich. Von der Seite. Aufhören. Nicht treffen. Du nicht treffen mich. Boah, ey. Ich muss mir dringend einen Trank reinschmeißen. Wenn ich das hier noch überleben will. Oder ich hab mal Skill. Schauen wir mal. Ich glaube eher nicht. Na, und ich hab's nicht gespeichert, glaube ich. Fällt mir gerade wieder ein. Boah, Glück. Glück, Glück. 1, 2. Dreimal. Ab und zu greifen die auch zu 4-mal an. 1. Boah, ey. Einmal, 2-mal. Boah, ey, ich muss was trinken. Komm, runter damit. Boah, Glück gehabt. Alter, wenn du mal abnippeln würdest, ne Viech, dann wäre das schon leichter alles zusammen. Ja. Und jawohl. Na komm nur, du schwarzer Wankel. Ja, ja, natürlich hüpft auf die Seite. Na komm. 2-mal nur, okay. Ah, von der Seite. Jetzt wäre ich hingewesen. Alter Schwede. Ja. Komm, beiß zu. Mach schnapp. Ja. 1-mal nur. Passt, dafür bist du jetzt hin. Ja, schön. Wie gesagt, ist alles geplant. Das glaubt mir kein Mensch. Ah, schön. Schnell speichern, aber schon schnell. Gut. Die da oben haben wir gelootet. Das müsste passen. Oder besser gesagt, die da unten. Da unten waren die Gnome. War so weit oben? Alter. Gut. Dann gehe ich mal zu dem Hütchen da drüben hin. Ich hoffe, da ist ein Bettchen. Ist da schon wieder ein Gnome? Freilich sind da Gnome. Auf euer Wohl. Prost. Freilich sind da Gnome. Ja, hallo. Ich hoffe, du hast auch ein Werkzeugbeutel für mich. Ich will immer Waffenbeutel sagen. Immer. So, weg mit dir. Wo sind deine Freunde? Nicht da. Ja, Werkzeugbeutel. Nur noch 3 Stück. Ma, wie schön. Boah, jetzt wird es aber echt dunkel hier. Sind das alles Gnome dort? Ja, sind sie. Alles Gnome. Ausnahmslos. Kleine, fiese Giftzwerge. Hallo. Boah, der Deichsel. Hui, da. Der Düter da. Ja, sicher. Ja. Gleich um die Ecke, verstehst? Wenn's da voran stürmst... Ja. Alter. Stürmst dann voran? Wir kommen ja alle, ne? Ist ja klar. Natürlich. Ja. Komm, alle. Selbstverständlich. Die gesamte Verwandtschaft gleich mit. Ja. So. Wie viel sind das noch? 4. Mhm. Sicher. Alter. Der ist mir voll angesprungen. Ja. Was hast denn du gefrühstückt, bitte? Ja. Wo ist der eine? Da. Ich sehe nichts mehr. Ja. Au, au, au. Aha, okay. Okay? Ja. Vielleicht habe ich so jetzt ein bisschen Glück. Ich müsste dringend was saufen. Dringendst? Ja, komm daher. Batsch. Au, au, au. Hä? Zu viel riskiert. Pfui.
Ich muss was trinken. Oh. Ui, das war jetzt nur Glück. Ich gehe mal ins Haus rein, wenn ich es schaffe. Nicht wirklich, weil ich wieder mal die Tür nicht erwische. Jetzt aber. Alter, du Bastard. Au. Seid ihr betrunken? Jawohl. Ja, grunzt du nur. Na, komm her. Du mieser, fieser, kleiner Gnome. Trifft mich schon wieder, ne? Komm da rein. Ja. Nur rein in die gute Stube. Ja. Siehst du, das war's für dich. Schon machst du die Äuglein zu. Na, komm nur. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt noch überleben. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Wo ist denn hin? Da. Jawohl. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Ist da ein Bett? Da ist ein Bett. Ich hoffe, ich kann es auch verwenden. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ein Bett. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Schön. Puh. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, sehr schön. Ja, tief im Inneren, ganz tief im Inneren bei mir habe ich doch ein kleines bisschen Skill. Sagen wir da noch eine Holzfäller-Axt? Die braucht man nicht. Aber ich nehme sie trotzdem mit für Kohle, Moos und mehr. War. Oh, wo kommt denn jetzt die Stachelratte her? War die vorher auch schon da? Wie habe ich es denn an der vorbeigeschafft? Das gibt's jetzt nicht, oder? Ja. Wo kommst denn du her? Da geht man einmal schlafen, sind am nächsten Tag schon wieder haufenweise Viecher da, ne? So, ist da nicht noch irgendwo... Ah ja, da ist wer gestorben. Ja, ja. Ich meine, da hat sich jemand ausgeruht. Du da. Was? Kein Werkzeugbeutel? Du auch nicht? Alter. Nur der eine vorhin? Boah, das ist jetzt aber enttäuschend. Ich mach mal einen Schmollmund. Da ist ja noch so ein Kerl. Du hast sicher einen, oder? Du bist ein diebischer Gnome, ne? Das sehe ich dir schon an der Nasenspitze an. Au, au, au. Ja. Ja, schau, wie ich das gewusst habe. Hat er tatsächlich einen Werkzeugbeutel. Wow. Ein Stuhl. Schön, da unten sind viele Motten. Für später. Und da zu dem Turm will ich hin. Ich will es probieren. Ich bezweifle, dass wir es schaffen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja wieder mal mehr Glück als Verstand. Und dann haut das schon hin. So. So, da la. Ich schaue nur hier noch kurz um die Ecke, ob wir hier noch was mitnehmen können. Oh, ja, eine Stachelratte. Zwei sogar. Ja. Quatsch. Boah, die eine hat am meisten jetzt kassiert. Oh. Jawohl. So muss das ausschauen. Sehr schön. So. Und da drüben ist jetzt, glaube ich, alles voll mit Skelette. Und natürlich einem schwarzen Wolf. Aber vorher tun wir... Na, warte. Dahin. Da tun wir speichern noch schnell, bevor ich es wieder vermassle. Ja, komm, Wölfchen. Ja, sei ein feines Wölfchen. Ja, gib mir dein Fell und deine Zähne. Der will mein Fell haben. Ich habe ja gar keins. Das sind Haare am Kopf, die sind nicht wertvoll. Doch für manche vielleicht schon. Ist wieder situationsabhängig, ne? So. Nochmal. Geht's? Na. Ich dachte, das geht sich aus. Ja. Brauchst du gar nicht glauben. Oh, oh, oh. Na, komm da her. Zweimal. Jawohl. Na, weicht der noch aus, du fieses Ding. Wie gemein. Weicht noch Vollgas aus. Das war so nicht abgemacht. Du solltest dich eigentlich hinlegen und warten, bis ich dich verhauen habe. Ja. Gut, da knistert es schon wieder irgendwo. Na. Ich glaube, wenn ich die Brücke hinter mir gelassen habe, also wenn wir die geschafft haben, dann müssten hier schon Skelette sein. Oder? Na, Stachelratten. Noch nicht. Wie viel? Drei? Sehe ich das richtig? Die erste ist schon mal passé. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein, weil ein Schritt zu weit nach rechts und ich habe schon so ein Skelett am Hintern. Schau, drüben rennt schon eins. Ein Topmodel. Ich habe die Topmodels beleidigt, Entschuldigung. Aber ich habe den Eindruck, die wollen so schlank sein wie ein Skelett. Also müsste es ja wieder ein Kompliment sein.
So, ich werde auch gleich wieder einen Trank verwenden. Einen kleinen. Gnömchen sind hier auch. Die Hoffnung steigt wieder auf einen neuen Werkzeugbeutel. Kein Skelett. Full Skelett für später. Da. Zack. Oh, der hat wie die einen anhüpfen, ne? Aua, aua. Die haben sicher heute Morgen einen Espresso getrunken. Oder einen Liter gleich. Weil die so sprungfreudig sind. Da. Ja, ja, du Häuptling. Komm nur her. Du Giftzwerg. So. Zack. Gleich haben wir dich. Gleich haben wir's. Ja, sehr gut. Und einen schönen Mana-Pilz haben wir auch noch. So, die Spannung steigt. Wer von euch hat einen Werkzeugbeutel? Niemand, niemand, la 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 la. So ist es auch. Hat wirklich keiner. Wie gemein. So, wo geht's darüber? Ich sehe noch kein böses Viech. Ah, da vorne haben wir was. Den nehmen wir natürlich auch mit, weil wir schon da sind. Selbstverfreilich. So. Na los. Ja, ja. Du kannst schon. Zack. Ein normaler Wolf. Oh. Und ein schwarzer natürlich. Ist ja eh klar. Ja, ja, komm nur. Ich muss nur aufpassen, dass mich das hinter mir nichts ist. Zack. Zack, zack. Tatsächlich, da ist einer, da ist einer. Ich glaube, ich bin. Ha, ist ja nicht zu glauben, oder? Mal schnell heilen tun. Bitte schnell die Waffe wieder ziehen. Danke. Da ist noch einer. Fünfe. Fünf Wölfe jetzt insgesamt. Ja, sicher, hau mich runter, ne? Du Mistviech. Au. Ja, ja. Ist schon gut. So, kommt's nachher. Einer nach dem anderen, bitte. Damit ich euch schön verhauen kann. Der erste, Alter. Fliegt auch gleich mal weg, ne? Dabei sollte das kein gratis Freiflug werden. Ich wollte ihn nur ins Jenseits befördern. Wo ist denn der vierte in dem Fall? So, da waren es nur noch drei. Jawohl, der ist auch erledigt. So, irgendwie geht mir jetzt einer ab. Boah, das hört sich falsch an. Entschuldigung. Mir fehlt einer, so wollte ich sagen. So, ja. Aha, die greifen nicht an. Ich hoffe, das bleibt auch so. Glück, ja, ja. Habe ich noch mehr? Nein, kein Glück mehr. Aus. Aus mit Glück. Komm näher, du schwarzer Wankel. So. Dreimal, ja, ist ganz klar. Schnell, hau um. Au. Zack, jawohl. So, einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Super. Schöne Taktik. Komm näher. Dreimal schon wieder. Jawohl, das war's mit dir, du Mistviech. Alter Schwede. Fünf Wölfchens. Unfassbar. Ja. So, warte. Irgendwo müsste noch einer liegen. Habe ich da nicht drei verhauen? An der Stelle? Da, ja, passt. Ja, da pfeifen wir mal. Ah, da drüben ist ja noch einer. Eine Stachelratte noch nebenbei aufgesammelt. Ja, einer ist gut. Sind das nicht wieder drei? Ja, die müssen auch dran glauben. Ja, müssen nicht, aber... Damit wir stärker werden, müssen es dran glauben. Ein schwarzer, soweit ich das sehe, und... Au! Und zwei normale, ne? Nein, zwei schwarze. Zwei schwarze. Noch schlimmer als gedacht. Puh. Puh, puh, puh. Ha, nix erwischt. Boah, der fast. Au! Nicht nur fast, der hat mich erwischt. Sind das, Moment, sind das drei schwarze? Hör auf! Ich dachte, da wäre wenigstens ein normaler Wolf dabei. Ja. Zack. Ja. Puh, da.
Du, ich sehe dich da hinten. Du brauchst dich gar nicht so dumm anschleichen, du Mistkerl. Ja, ja, schau dir das an. Ich muss mal kurz laufen. Au, ich muss mal kurz was trinken. Hallo, ich wollte was trinken. Zweimal. Ja, ja, komm nur her, Mistviech. Mhm. Dreimal, ja, ja. Alter, wenn's mal was, wenn ich mal was treffen würde, auch, ne? Ja, ja. Au. Scheißviecher. Na toll. Ja. Ja, 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 ist klar. Ist ganz klar. Ich müsste noch mal einen Trank zu mir nehmen. Ich hoffe, ich kann das noch ausweichen. Boah, schön ausgewichen. Ja. Bin ich gar nicht gewohnt von mir. Haha. So. Ja. Ja. 5 Stunden später. Na, was war mit dir jetzt los? Wo kommst du jetzt her? Ich glaube, ich spinne. Das ist ein normaler Wolf gespawnt. Wie? Was? Sind schon wieder... Ja, okay, da war eh Futter für unseren... für unsere Waffe. Ja. Würde mal von euch schwarzen Wankeln jemand abnippeln, bitte? Ja, ich werde gleich abnippeln. So schaut's aus. Ich habe keinen Trank mehr heraus. Das nipple ich echt ab, oder was? Spinnst? Das kannst du nicht machen. Hör auf damit. Schau dir das an. Wie der angreift. Wow. Super. Ich hoffe, ich komme da noch irgendwie lebend raus. Ich glaube nicht. So vielleicht. Und die Beine in die Hand nehmen. Ich hoffe, das geht noch. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass ich da lebend rauskomme. Lasset ab von mir, bitte. Knurz noch. Tatsächlich. Haut's ab. Geht's heim. Kschu. Ksch. Ksch. Hey, wie weit verfolgen die einen denn bitte? Haut's ab. Geht's nach Hause. Kschu. Geh heim. Dreh um. Dreh um Himmels Willen. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein, dass die einen bis zum Nimmerleinstag verfolgen tun. Tatsächlich, die rennen bis zu mir heim. Das gibt's ja nicht. Ja. Boah, ey, das ist voll fies. Aber so habe ich vielleicht eventuell noch eine Chance, das hier noch irgendwie zu überstehen. Du Kackviech, echt wahr. So, einmal getroffen. Boah, das dauert jetzt ewig. Ich habe echt gedacht, die, vielleicht kann man die mal... Ein Versuch war es wert. Ich dachte, die kann man vielleicht resetten, aber nix da. Nix da. War wie gemein. Ich glaube, die lasse ich mal stehen. Die nochmal probieren ist, glaube ich, doch ein bisschen doof, ne? Dann gehen wir vielleicht doch mal zuerst zu den Skeletten. Vielleicht kriegen wir noch einen Erfahrungspunkt oder so, also ein Level Up dazu. Vielleicht später. Probieren wir es erstmal mit den Skeletten. 3 schwarze Wölfe. Und dann kam noch ein 4. normaler Wolf dazu. Also das ist halt schon fies. Das ist halt schon gemein. Den habe ich gar nicht gesehen, den einen Wolf. So. Tränke habe ich nur mehr 2. Das heißt, ich werde ein bisschen Essen tun. Ja. Rein ins Bäuchlein. Dann probieren wir hier unser Glück. Ist ja ungut. Schade. Dabei hat es zuerst gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ich rede es mir halt gern ein, so. Komm her. Nur einer. Jetzt sind es wieder 3, ne? 4 Skelette. Alter, das gibt's ja nicht. Dass wieder die ganze Bagage daherkommt, ne? Vielleicht habe ich Glück. Und man kann sie hier recht gut besiegen. Quatsch. Natürlich. Speerkämpfer, Axtkämpfer, was nicht noch alles. Na komm, schlag. Dann schlag ich halt, wenn du nicht willst. Ja, ja. Batsch. Wow.
Ja, au, au, au. Das gehört sich nicht. Wow, der erste ist gleich mal kaputt, oh. Ja, ja. Jawohl. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Jawohl, sehr schön. Na komm. Jawohl. Ja. Hätten wir es mit den Wölfen quasi auch geschafft. Ja. Moment, waren das nicht eigentlich vier Skelette? Wo ist der vierte? Vielleicht ist das ein Klippenspringer-Skelett gewesen. So wie bei Gothic, diese Klippenspringer-Snapper. Ja. Ja, komm. Komm, lass dich umhauen. Du Knochen, Maxi. Hm? Die wollen nur spielen, ja. Alter. Nicht schlecht. Ja, ja, sicher. Geht's dir gut? Skelett-Heini. Sachte. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Jetzt wird's noch spannend zum Schluss. Na komm her, du Feigling. Jetzt wird's echt noch spannend. Ja, ja, komm nur her. Nichts getroffen. Jetzt aber. Sauber. Wow. Jawohl. Schild war dabei. Ich sollte mal wieder durchlesen. Ne? Knochen, Fackeln und Goldmünzen haben wir bekommen. Ein Schild war dabei. Ich bin am überlegen, ob ich gerade nach Hause laufe und schnell schlafen gehe. Ich glaube, das machen wir gerade. Machen wir schnell. Gehen wir schnell schlafen. Dann gehen wir schauen, ob das vielleicht ein besseres Schild war als das, was wir tragen tun. Vielleicht haben wir auch bald das Glück, dass wir eine bessere Waffe kriegen. Auf jeden Fall hüpfe ich mal nach Hause. Hurra! So. Eine Runde schlafen. Oh, war schon wieder anstrengend heute, ne? Also, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja. Habe ich eigentlich da schon mal reingeschaut? Nee, natürlich nicht. Ein kleiner Rubin, Mana-Trank, ein paar Bolzen und ein paar Pfeile. Das war wahrscheinlich in meinem Unterbewusstsein als Notgroschen gedacht. Als eiserne Reserve für den Fall der Fälle. So. Super schlau. Vor meiner Nase eine Truhe und ich mache sie nicht auf. Herrlich. Herrlich. Wirklich. So. Da sind wir wieder. La, 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 la. Da unten wird es sicher auch wieder haufenweise Viecher geben. Bis wir da alles einigermaßen umgeklatscht haben. Boah. So, wieder speichern, das können wir machen, tun. Das wäre bestimmt ganz schlau. Ah, du bist nicht mitgelaufen. Zwei sogar. Ah, da ist wieder ein stärkerer dabei. Ja. Zack, super. Du mal dein Schild weg, das braucht ja keiner. Ich wollte nachschauen, ob es ein gutes war. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Holzschild, wie es der hat. Ja, au, spinnst du? Ja, ja, sicher. Sicher, komm nur her. Ich glaube, ich gehe wieder zur Brücke. Die war mir gerade sehr dienlich. Ja. Ja. Aha, wolltest du mich gerade schlagen? Du fieses. Du fieses Skelett, du. Ja. Der wollte mich gerade hauen. Wo sind wir denn bitte? So, gleich haben wir dich. Jawohl, der ist schon erledigt. Jetzt bist du dran. Au! Du sollst nicht mich hauen, ich will dich hauen. Der hat die Rollenverteilung noch nicht geschnallt. Kapiert. Nicht kapiert. Na komm. Jetzt mag er nicht mehr. Jetzt hab ich ihn beleidigt. Jetzt hat er seinen Kampfgeist verloren. Na komm. Na komm, mach. Ja, komm. Ja, bei Fuß. Wenigstens treffen wir einmal bei unserer Dreier-Kombo. Das ist ja schon mal was. Ja, komm. Ja, bei Fuß. Alter. So war das aber nicht gedacht. Geh ein, ha? Komm. Und jetzt bleib tot. Ja. Na, will er nicht.
Aber jetzt bleibst du tot. Ja, jetzt bleib er tot. So, ja. Ja, da haben wir noch ein Skelettchen. Die Waffe dazu ist hier. Schön. Lief ja gut. Eine Ogerwurzel, die nehmen wir auch gern mit. Und hier noch die Truhe. Einfache Truhe. Ja. Ah, ja, wieder falsch, ist klar. So, so, ja. Also, ja, abgebrochen auch noch. Jawohl. Na super. Was haben wir denn da alles? Einen Lederhelm, ein rostiges Schwert, einen Trank, also der Mana und Lebensenergie reckt und einen Knochen. Ein Knochen für unser Hündchen, für unseren Wuffi, den wir gar nicht haben. Ja. Tatsächlich, es wäre ein besseres Schild gewesen. Schau mal, ein Runenschild. Ein magischer Schild. Mächtige Runen bieten zusätzlichen Schutz. Ja, nehmen wir, auf jeden Fall. Und auch, so, der rostige Zweihänder ist das. Den lassen wir weg. Also schon im Inventar behalten, aber den benutze ich nicht. Dafür aber einen besseren Heiltrank mal. Ja, der hat sich ausgezahlt. Weil wenn man nämlich den Zweihänder benutzt, ist unser Schild weg. Und ich mag momentan, ehrlich gesagt, das Schild recht gern. Das erhöht meine Überlebenschancen drastisch. Ich glaube, da wäre ein Bett gewesen. Sehe ich das richtig? Ich hätte mich hinlegen können. Großartig. Naja, beim nächsten Mal. Also hier haben wir einen Hering, eine Mana-Wurzel, Fläschchen, ein Amulett, Schutz vor Eis. Mhm. Wie viel? 146 Goldmünzen? Fisch. Sehr fisch. Schutz vor Eis. Ich habe keine. Hoppla. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendein Skelett zufälligerweise jetzt Mana attacken kann. Aber wenn wir das schon mal haben tun. Momentchen, wo ist denn das drin? Hier? Ich ziehe es einfach mal an. Wir haben eh noch keins ausgerüstet. Warum nicht? Was wir haben, haben wir. Ja, da ist ein Bettchen. Ich habe nur gerade eine Waffe ziehen gehört, wollte ich sagen. Soll, warte mal, ja. Diesen einen Ring, glaube ich, muss ich den anziehen? Warte, wenn der ja. Besiegt ist. Um toter Burg her. Ich glaube, das ist schon. Ups. Ja. Ist das ja. Nicht schon. Schau dir das an. Au, au, au. Ja. Ist es schon ja. Gut, du Nervbolzen. Gott sei Dank ist da ein Bett. Ja, okay, der ging gut. Besser als gedacht. Kleiner Schild und Knochen. Ah, passt schon. Vasallenring. Genau. Trägt die Inschrift Patroskon. Weisheit minus 10? Ja, das ist nicht nett. Sehr schön, wir haben schon den einen Ring gefunden. Zwei, besser gesagt schon. Zwei von sechs Ringen haben wir schon. Das ist gut. Und ich denke, ich gehe mal kurz schlafen. Ich weiß, wir sind nicht allzu sehr angeschlagen, aber man weiß ja nie. Ja. So. Und selbstverständlich wird wieder gespeichert. Ja. Ich würde sagen, nehmen wir den da. Und fortsetzen tun. So. Will mir wieder jemand an die Gurgel? Nein, derweil nicht. Das war's. Kein Schatz, keine Truhe, keine zusätzliche Belohnung für uns. Nicht? Nein? Die hier wäre es dann gewesen, ne? Simons Kiste? Ja, okay. Okay, dann halt nicht. Brauchen wir eh nicht. Ruhe im Frieden. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nur schauen, ob da trotzdem was zum Ausgraben wäre, aber nein. So, nachdem wir jetzt das bessere Schild haben, sollen wir es nochmal mit den Wölfen da drüben probieren. Ich will es noch einmal probieren, aber ich will es diesmal schlauer angehen. Probieren halt zumindest. Und gleich von vornherein diesen einen Wolf, der da herumkrebst, gleich mal mit weghauen. Da ist er. Ich sehe dich, du Viech. Ja, ja, kannst du knurren. Ja, so, und zack. Es wäre mir halt auch schon recht, eine bessere Waffe zu besitzen. Ganz ehrlich gesagt. Ah, da kommen wir hin. Okay.
Das wird ein Sumpf. Schön, ich liebe Sümpfe. Nein. Da bekommt man immer nasse Stiefel und ja. Es ist unheimlich. So, ich probiere es nochmal. Einmal probiere ich es noch. Und dann nochmal und nochmal. Da geht auch ein Weg rauf. Ja, hallo. Ihr Viecher. Ja. Hey, das war jetzt unfair. Ich habe hier geblockt, du Sauviech. Ja, ja, ist schon gut. Ja, ja. Der will schon wieder von der Seite, ne? Du mieses, fieses Mistviech. Kommt's nachher. Bagage. Ja, ja, sicher. Glitsch dich hier nur fest, hast du recht. Ja. Au. Ja. Ah, den einen bringen wir schon fast um. Ja, der ist weg. Sehr gut. Au. Sag mal. Hey. Schau dir das an, der hat sicher Tollwut. Der ist sicher tollwütig und hat, keine Ahnung, Rinderwahn und alles zusammen. Hm? 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 Na komm. Ja. Na komm. Jetzt lass er sich nicht treffen, ne? Ich brauche einen neuen Bettvorleger. Also jetzt mach hin. Ja. Ja. Und schwarz gefällt mir gut. Ja. Und ich mache mir draus einen wunderschönen schwarzen Mantel. Oder eine neue Rüstung. Ja. Eine lederne. Schau das an. So. Na, au, 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 au. Du bist aber heute bissig wieder, Viech. Jetzt muss ich voll aufpassen. Wenn der jetzt endlich mal abnippeln wird, könnte ich mir einen Trank erlauben. Probieren halt zumindest mal darauf laufen und schnell was trinken. Das Viech ist eh deppert genug. Ja, genau. Dass es mir nicht nachläuft so schnell. So, jetzt bist du fällig. Das ist jetzt die Rache für vorhin. Ja, aber das gar nicht so schauen. Ja, ja, ja. Ja. Ha, erledigt. Yeah. Sehr gut. So muss das ausschauen. Wieso nicht gleich so? Richtig speichern. So. Jetzt ist mir leichter um mein Herz. Jetzt ist es mir leichter. Schau, da ist sogar eine Truhe. Wir haben sogar noch belohnt dafür. Mhm. Was haben wir denn da Feines drin? Natürlich wieder aufschließen, also knacken. Und nochmal von vorne. Ja, ich tue immer verkehrt. So. So. Wir haben 4 Goldbrocken. Ein Amulett, Geschicklichkeit und Schutz vor Stichwaffen. Oh, und Goldmünzen. Boah, das Amulett gefällt mir gut. Das ist ja stark. Das hat sich voll gelohnt. Ich will das gleich anziehen. So. Mhm. Haben wir vielleicht einen besseren Ring? Mhm. Yeah. Na, passt alles so. Alles gut. Boah, ich freue mich. Hat super hingehauen. Hat super hingehauen. Wirklich wahr. Schöne Geschichte. Ein Sumpfwürmchen wieder. Wie sind die Rotwürmer oder so, ne? Ich bin gerade ein bisschen erleichtert. Das hat super hingehauen. Aber wir werden gleich da unten weitermachen. Ja. Allerdings wieder mit ein bisschen speichern. Ich bin übervorsichtig, nachdem ich letzte Woche so peinlich vergessen habe zu speichern. Und ich richtig sauber drauf gezahlt habe, wirklich. Bin ich jetzt wieder. Au! Bin ich jetzt wieder. Schau, die ist aggressiv. Was hast denn du? Die hat heute sicher nichts gefrühstückt. Dann wäre sie nicht so sauer. Schau dir das an. Au! Zum Glück habe ich gespeichert. Ey, ich sehe schon wieder meinen Tod voraus. Ja! 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 Nicht zu viel riskieren, nicht zu viel wollen. Schön geschmeidig. Ich wollte gerade sagen, schön geschmeidig und dann sticht sie mich, verstehst du?
Du Kackmotte, du Elendiger. Ich brauche was zum Saufen. Ganz schnell. Trank, Trank, Trank. Das muss reichen. Komm da her, du Ungeziefer. So. Zweimal gestoppt. So, weg mit dir. Au. So, jawohl, wir sind der mittelalterliche Gelsenstecher. Stecher, genau. Gelsenstecker, wollte ich sagen. Gelsenstecher. Gelsenstecher, auch nicht schlecht, oder? War schön. Hey, wir haben da eine Dornenkeule, also die sticht ja, also von dem her passt ja. Schön. Also echt schön. Howie, atme. Atme, alles gut. So. Ah, schön. Ah, da kommt mir selber schon Tränen in die Augen, vor der Lachen. Ah, schön. Der Gelsenstecher, jawohl. Howie. Na, komm her. Ja. Jawohl. Ah, schön. Howie. Na, komm her, du Mistviech. Aha, natürlich. Da kommt auch schon, da kommt schon der Rest der Verwandtschaft. Ah, schön. Ja, ja. Weißt du nur. Willst du noch sehen, was du davon hast? Du stirbst jetzt mal, hoffentlich. Jawohl. Mit einem wunderschönen Rundumschlag. Ja. Ich muss immer noch lachen. Schön. Ah, ja. So passend versprechen muss man sich mal, ne? Ah, schön. Na, komm her. Na, trau dich. Es tut doch nur kurz weh, hoffentlich. So, jawohl. So. Ah. Ja. Jawohl. Sauber. So. Perfekt. Immer schön her mit den Sachen. Boah, was da Viecher sind, ne? Alter Schwede. Da werden wir ja bald wieder hoffentlich ein Level Up bekommen tun. Kommst du her? Das müsste sich noch ausgehen, ohne zu speichern. Ja, natürlich kommt der Wolf. Die Wölfe, das sind wieder mehrere. Ich freue mich. Schön. Ja, sicher kommt von da drüben auch noch Ungeziefer her. Ist ja ganz klar. Na sicher. Da pullt man gleich über den Fluss drüber. Sicher, ganz klar. Das ist ganz normal. Verschwind, du Viech, echt. Nippelt da jetzt bald mal was ab, Alter. Das speichert man wieder einmal nicht, weil man glaubt, ja, das schaffen wir locker. Kein Problem. Und dann kommen auf einmal wieder 6 Viecher daher. Wir sterben. Au, ich nicht. Du sollst sterben, du Viech, echt. Die verstehen mich da immer falsch. So, geht ja. Na, komm her, du Krallenviech. Krallen, wie heißen die? Krallenmotten. Falter, irgend sowas. Mistviech halt. Da. Sterben. Au, nicht ich, du. Er versteht mich auch falsch. Jawohl, der ist erledigt. Au. Ja. Du bist auch erledigt und jetzt bist nur noch du. Das ist jetzt, ich glaube, das waren jetzt sogar mehr als 6 Viecher. 7 vielleicht? Oder 8? Alter Schwede. Dabei sind wir so ein unschuldiger Held, echt wahr. Tun keiner Fliege was zu leid. Nur Motten, Falter, Wölfe, aber keine Fliegen. Das wird man uns nie erlauben. So schaut's aus. Ja. Ja. Ja, Futter weg, das Zeug. Und dann schauen. Schon wieder falsche Taste. So, ich würde sagen, den Trank lege ich mal hier hin. Haben wir alle beide da drüben gebullt? Nur weil wir da die hier? Ja, warum nicht? Das ist so. Die wollten halt nicht allein zurückbleiben. Okay, da sind keine Viecher momentan. Das ist schön. Können wir schön das Kraut hier mitnehmen. Also die Kräuter halt. Und eine Truhe ist auch da. Sehr fein. So, wie machen wir diesmal auf? Ich probiere es mal so. Natürlich ist es falsch. So, so. Aha. Okay. Ja, sicher.
geschafft. Jetzt aber. Ja, super. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben einen Flügel, ein paar Pfeile und einen Knüppel aus dem Sack. Sehr schön. War nicht sehr erfolgreich, diese Truhe. Oder ertragreich, sagen wir so. Erfolgreich auch nicht wirklich. Ein Dietrich ist mir schon wieder abgebrochen. Ja. Ich bin halt zu grob mit solchen Dingen, ne? Ich gehe zu grob damit um. Stachelratten, ich sehe dich. Stachelratte, ich sehe dich. Aber vorher nehme ich noch die Beere hier mit. Und auch noch hier das grüne Blatt. Das grüne Blatt. Und dann gehen wir es wieder an. Komm her, du Rauns. Hui. Jawohl. Du willst mich stechen? Sicher nicht. Ich bin schneller wie du. Mua. Da war da. Noch ein Grünblatt, genau. Ich könnte auch mal wieder Grünzeug essen. So einen köstlichen Salat. Das schadet sicher auch nicht. Da vorne ist noch so ein schwarzer Wankel. Ach Gottchen. So, wieder speichern tun. Jo. Und fortsetzen. Na, komm nur her. Du bist nur einzeln. Du bist nur einer, Alter. Wir haben schon gegen drei von deiner Sorte gekämpft. Drei. Stell dir das mal vor. Und noch dazu ein normaler Wolf. Und überhaupt. Ja, ja. Du willst mich beißen? Vergiss es. So, das war's mit dir. Ja. Und was haben wir da Schönes? Eine Perle. Eine Hornmuschel, wieder so einen, ich sag mal, Mischtrank und ein paar Goldmünzen. Super. Die war doch sehr lukrativ. Ein Pilz haben wir hier noch, einen Pilz. Ein Schwammerl. Gut. Sehr fein. Ich glaube, da sind wir hier fertig. Erze schürfen kann ich noch nicht, das geht ein bisschen später. Ich weiß, es gibt eine Mod dazu, aber... Wer meine allererste Risen-Folge gesehen hat, weiß, dass ich sicher hier keine Mods mehr verwenden werde. Da ist richtig alles schief gegangen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wirklich nicht. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass sowas überhaupt noch nie passiert ist, irgendwie. Aber sehr interessant. So. Gut. Wo bin ich eigentlich? Ach so, da. Lol. Da, ja, einmal die Runde gemacht. Schön. Wieder zurück am Anfang. Großartig. Großartig. Und nichts erreicht. Da können wir, wenn wir schon da sind, können wir wieder einmal schlafen gehen. Ab in die Hapfen. Uns ein bisschen ausruhen und dann schauen wir uns weiter um. In der Hoffnung, dass wir das finden, wonach wir suchen. Bis zum nächsten Morgenpen. Ja, ja. So. Perfekt. Hm? Jo, danke, jo. Oh, ich sehe gerade, Pause ist auch gleich. Knappe 15 Minuten noch. Dann machen wir 15 Minuten Päuschen. Ja. 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 So, die nehmen wir noch mit. Gut. Meine schönen Kerzen. Wie romantisch. Wenn nicht so viele Viecher hier wären, ne, könnte man sich hier echt klasse niederlassen. Aber dafür sind wir ja zuständig. Wir rotten alles aus. Ja, alles was böse ist, rotten wir aus. Mit unserer Nagelkeule. Ganz genau. Da habe ich ein Bild übersehen. Bin ich bescheuert? Jagdmesser auch noch? Alter, was geht mit mir ab? Da auch noch eine Beere übersehen? Oh, noch ein Pilz? Da drüben ist noch was? Ist wieder dieses Ork-Dings, oder? Ja, Ogerwurzel. Sowas, Ogerwurzel. Na super. Muss ich da jetzt echt durch den Sumpf? Mir kam vor, das musste ich erst später machen. Weil dort, dort müssen wir dann... Müssen wir eigentlich später erst hin. Ich werde mich mal Richtung Fluss trauen. Aber ich glaube, das führt alles in den Sumpf hinein. Ich schaue mal auf die Karte. Wo sind wir denn da überhaupt? Wo bin ich? Na, passt eigentlich. Wenn wir durch den Sumpf hatschen, müsste es auch hinhauen.
Wir müssen da durch. Geht gar nicht anders. Gut. Gut. Ist okay. Was ist da? Mana-Pflanze. Dann gehen wir halt da durch. Oder da drüben. Schau mal. Geht's da... Oh, Entschuldigung. Geht's da auch noch? Da ist auch noch was. Geht's hier... Hier geht's eher tief runter, ne? Nix angenehm. Na, nix angenehm. Da müssen wir doch darüber. Dann ging's echt so. Ja. Jedenfalls zu dem Druiden möchte ich heute noch gerne kommen. Hintun, kommen, tun. Und das ist wieder grausliches Wetter. Zwar kein Regen, aber Nebel. Das wird wahrscheinlich wegen dem Sumpf so sein. Wegen dem Sumpf, dem Sumpf. Na gut, solange es halt nur diese Moorviecher sind, wird es schon gehen. Aber wo geht's da lang? Ah, ich glaube, ich weiß schon wieder. Da ist, glaube ich, auch für später. Boah, speichern unbedingt wieder mal. Das war, glaube ich, auch für später. Aber wir können ja mal schauen. Ja, ein Keiler ist da. Ja, ja, das ist schon für später. Macht aber nichts. Ja. Zack, zack. Au, ja. Du behindertes ja. Viech. So. Wildtöter. Schön. Das ist ein schöner Erfolg. Ja, wie gesagt, wir rotten alles aus. So, lala. Dann haben wir hier noch was. Ich muss gerade überlegen, ob... Ah, schau mal. Ein paar Stachelrattis. Au. Ja. Au, au. Aha. Okay, das ist jetzt nur gestorben. Das hat gerade komisch ausgeschaut. So, so, so. Passt. Schön. Nehmen wir gerne mit. Für den Eintopf später. Boah, das ist gerade echt... Das ist echt gemein, dass ich diesen blöden... Diese blöden Zwiebeln vergessen habe zu kaufen. Auf die Kartoffeln habe ich gedacht, aber nicht auf die Zwiebeln. Nein. Ich dachte nämlich, ich habe mich in Sicherheit gewiegt und dachte, ja, wir haben was entdeckt, gut. Nein, das nicht, aber ich dachte, ich hätte genug. Das hört sich echt alles ungut an. Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Ich schaue noch mal kurz rein. Solange es nur Skelette sind, sind sie ja machbar. So. Wenn es aber... Na, wer bist denn du? Hä? Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die scheiß Ruine hier ist saugefährlich. Was ist denn los? Was ist denn los? Die ganze Aktion hier ist eine einzige Katastrophe. Fincher sagte, geht mal eben zum Osttempel und plündert die Bude. Also sind wir aufgebrochen und hier rein in die Ruine. Und jetzt stehe ich hier schon eine Ewigkeit und keine Sau kommt wieder raus aus dem Ding. Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, hätte ich mich bestimmt nicht freiwillig gemeldet. Richtig, das ist die... Ah, gut, okay. Ja, das habe ich komplett vergessen, wo die war. Die haben wir letzte Woche, habe ich die gesucht. Ja, und jetzt haben wir sie gefunden. Gott sei Dank. Auf jeden Fall, wie viele Männer sind denn... Also seid ihr insgesamt? Wie viele Männer seid ihr? Wir waren zu 6, 3 Kämpfer und 3 Schatzsucher. Ja. Einer der Schatzsucher ist vor lauter Blödheit in die Falltür da drüben gefallen. Ich sag noch, pass auf, du Idiot! Und schwupp, weg war er. Die anderen sind durch den Gang da hinten gelaufen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Also das ist mir noch nie passiert. Durch eine Falltür bin ich noch nie gestolpert. Nein. Wie genau lautet dein Auftrag? Wie genau lautet dein Auftrag? Ich soll hier den Eingang bewachen. Sagt wer? Danilo, mein Boss. Fincher, der Leibwächter des Don, hat Danilo befohlen, erst wieder ins Banditenlager zurückzukehren, wenn hier kein Krümel Gold mehr zu finden ist. Ich möchte mal wissen, wie er das schaffen will. Er kann doch noch nicht mal seine Leute zusammenhalten. Schön. Das heißt ein Profi, ne? Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen? Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen. Ja, verdammt, genau so war's. Wenn du mir nicht glaubst, dann spring doch hinterher. Aber beschwer dich nicht, wenn du da nicht wieder rauskommst. Ja, schon gut. Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Ich soll genau hier Wache stehen und gewöhnlich tue ich, was man mir sagt. Ja, du bist ein wahrer Held. Wenn du Danilo siehst, dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich setze hier langsam Moos an.
Ja, merkt man, bei den Stiefeln bist du schon ganz grün. Mhm. Und in deinem Gesicht. Du solltest mal raus an die frische Luft vielleicht. Aber auf jeden Fall, ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Moment. Wenn du ihm das so sagst, dann denkt er doch, dass ich Angst hätte. Nee, warte mal. Erzähl ihm einfach, dass hier oben alles nach Plan läuft, ja? Aha. Ja. Erstmal muss ich ihn finden. Gut. Mach das. Ich bin so lange hier oben. Ja. Natürlich. Was habt ihr bisher gefunden? Nicht viel. Ein bisschen Goldkram. Aber die Ruine hier geht tief in den Berg hinein. Ja, schön. Weiß der Henker, was da unten noch auf uns wartet? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem Bau hier. Danke. Mach mir nur weiter Mut. Du bist echt lieb, muss man schon sagen. Ja, ich schaue mir den Schlamassel mal genauer an. Wirklich? Ja, ich schaue mir den Schlamassel mal genauer an. In Ordnung. Aber sei vorsichtig. Diese Viecher, die hier aus allen Mauerlöchern kriechen, sind verflucht gefährlich. Der kann das echt einen motivieren. Wirklich. Das sollte ein Motivator werden. Sagt man sowas? Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich weiß genau, ich fall durch die Falltür. Ich weiß es. Ich bin auch so ein Spezi. Ich weiß es einfach. Die ist sicher da. Die hier ist es. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, hier ist nur für Erze klopfen, ne? Obsidian-Ablagerung. Okay. Boah, ich hoffe, ich merke mir das alles. Ich muss dann sowieso nochmal alles durchhatschen, sobald wir das können. Ich will da aber nicht rein. Da ist so finster und dunkel und ich werde mich sicher gleich erschrecken. Bitte keine Ghule. Bitte nur Skelette. Vielleicht hätte ich auch lieber runterhüpfen sollen. In die Fallgrube rein. Da ist sicher auch eine Falle, ne? Das fährt sicher wieder runter und zerquetscht mich, oder? Das ist mir auch schon mal passiert. Wie spät haben wir es denn schon? Oh, gleich ist Pause. Geronimo. Okay, keine Falle. Speichern, ja, okay. Bitte keine Ghule. Bitte kein... Da vorne ist irgendwer. Da vorne, da sind wir. Halt. Hallo. Wer da? Hallo. Spiel dich nicht so auf. Ich bin gekommen, um euch den Arsch zu retten. Bleib locker, ich tu dir nichts. Ja, das untere, es hört sich freundlich an. Bleib locker, ich tu dir nichts. Mann, hast du mich erschreckt. Ja, gleichfalls. Was rennst du hier überhaupt rum? Bist du lebensmüde? Ja. Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Hm? Überall lauert der Tod hier unten. Ja, ich weiß. Da hinten habe ich einen Sensenmann gesehen, da drüben war ein Geist und jetzt sehe ich dich. Oh, das war nicht freundlich. Aber jedenfalls, du hast ein schickes Tattoo. Ja, ich glaube, ich habe die Kurve gekriegt. Sonst muss ich einen Witz erzählen. Also, wo ist euer Anführer? Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden. Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Sehr lieblich ausgedrückt, ja. Ich werde nach Danilo suchen. Ich werde nach Danilo suchen. Du bleibst hier und hältst die Stellung. In Ordnung. Wir kriegen ohnehin keine 20 Mann weiter in diese Ruine rein. Ist halt nicht einmal so viel. Ja. Richtig, Pause. Ja, ich wollte nur sagen, die sind nicht mal so viel. Also wir hier momentan, dass wir ihn da reinziehen können oder zehren können. Auf jeden Fall nehme ich mal die Heilpflanze noch schnell mit. Und ja, es ist eigentlich 2 Minuten vor. Da geht noch ein bisschen was. Da quatscht man dich noch an. Hallo. Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Oh. Schon wieder ein Anfall von Männerschnupfen? Nein, noch nicht. Schaut noch gesund aus. Ich bin frech, ich weiß. Wo sind die anderen? Mein Bruder Bart ist vorne am Eingang geblieben. Ihm geht es gut, denke ich. Mhm. Aber mein Bruder Olf ist in großer Gefahr. Oh. Er ist mit dem Anführer der Kämpfer dort drüben in dem Gang verschwunden. Au. Jemand muss ihn da rausholen.
Das ist allerdings nicht so klasse. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Ulf schon finden. Was wäre da noch? Was hast du bisher gefunden? Hey, kennst du einen guten Witz? Diebstahl. Nehmen wir das erste oben. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Ulf schon finden. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist er dann vielleicht schon tot. Ja. Ja, mach nur Stress. Was hast du bisher gefunden? Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Mhm. Zu viel, um zu sterben. Zu wenig, um zu leben. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gittertür dort verbunden zu sein. Aha. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Okay. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Mhm. Ja, fein, schön. Auf jeden Fall, hey, kennst du einen guten Witz? Das ist zu riskant. Ja, dann später. Ein andermal. Richtig, stimmt. Der hier, ne, irgendwo da. Da musste man tatsächlich dann was machen. Dann ging hier dieses Tor auf. Aber ich glaube, das war auch erst für später. Naja, gut, das soll unsere, also hier drinnen, dann wird es weitergehen. Das wird allerdings unsere Sorge nach der Pause sein. Ich werde hier nochmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas passieren sollte, haben wir dann wenigstens gespeichert schon mal. So, bei der Technik weiß man ja nie. Also gut, ich würde jetzt sagen, wir machen 15 Minuten Pause. Das ist dann, ja, dann würde ich sagen, geht es um 20.46 Uhr. Ja, geht es dann weiter. Das sind genau 15 Minuten, circa in etwa. Und bis dahin stärkt euch, trinkt was, holt euch Nachschub, lasst die Seele baumeln. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.